Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer ganz kleinen kurzen Folge von Tutorials und Tipps, der Folge 4. Wir haben die Weihnachtszeit und Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Wir befinden uns gerade in der Live-Version 3.15.1 und die 3.16 ist gerade in der Mache. Wie gesagt, Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Das heißt, dass wir viele kleine Geschenke sammeln können. Hier haben wir auch schon das erste. Ich habe schon mal ein bisschen vorgesammelt hier in Lorville. Die sind hier gut verteilt. Storn einsammeln, zack. Und ab zum nächsten. Hier sind so einige Leute am Rumsuchen. Man sammelt, 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 bis man, ich sag mal, seinen Rucksack voll hat. Man kann es auch ins Inventar legen und einfach weiter sammeln. Und irgendwann, wenn man dann keine Lust mehr hat, vom ganzen Rumgelaufe und Rumgesuche, da macht man sich dann auf den Weg zum Administrator und dort verkauft man dann diese Geschenke. Ja, wir können uns ja mal auf dem Weg dorthin machen, um mal zu schauen, was wir so dafür kriegen würden. Wie gesagt, die Geschenke, die sind an vielen Orten verteilt. Hier haben wir zum Beispiel noch eins. Zack. Manchmal sind sie weiter auseinander. Manchmal hat man mehrere in einer Ecke, wie hier zum Beispiel. Da haben wir gleich das nächste. Ja, sie können überall versteckt sein. Manchmal liegt auch ein bisschen Staub drauf. Habe ich festgestellt. Und ab und an kann es auch ganz nützlich sein, wenn man hier zum Beispiel seine Lampe anhat, weil dann leuchtet man die Ecken besser aus und dann sieht man es besser, wenn man da irgendwo ein Geschenk hat. Aber dann natürlich auch immer die Frage, ist auch gerade eins da? Da habe ich doch was gesehen. Zack. Das wäre mir jetzt gar nicht so wirklich aufgefallen, wenn ich die Lampe nicht angehabt hätte. Ja. Die Geschenke sind in den Hauptstädten verteilt. Nicht nur in den Landezonen, sondern richtig weiträumig. Da ist schon das nächste. Manchmal kann man Glück haben und da findet man die Geschenke zack, 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 eins nach dem anderen. Und es lohnt sich dann auch tatsächlich an solche Punkte hier zu gucken, weil es können tatsächlich auch Geschenke mal hier so in der Ecke hinter einer Absperrung liegen. Dann aber natürlich Absperrung, wo man gut hinkommt. Da ist schon der Nächste, der am Suchen ist. Na, er hat mich hier jetzt gesehen und dann denkt er so, ah ja, der hat hier schon alles abgegrast. So. In der Kneipe hier selbst habe ich noch keine Geschenke gesehen. Kann natürlich sein, dass hier zu viele Leute schon direkt online waren. Ja, wenn einem auffällt, dass absolut nichts los ist mit Geschenken in einer Region und man vielen Leuten begegnet, macht es auch durchaus Sinn, einfach mal den Server... Oder bin ich voll? Ja, ich kann dann noch eins in die Hand nehmen. Rap. Zack. Können wir mal I machen. Ich kann jetzt auch die alle so ins Inventar schieben. Und dann könnte ich weiter suchen. Aber das ist mir ein bisschen zu mühsam.
Ich werde jetzt einfach mal so langsam in Richtung Administrator gehen. Dabei noch die, na komm. Dabei natürlich noch die einsammeln, die ich so finde. So. Da. Schon der nächste am Rennen. Der hat mich gesehen, bleibt stehen. Und so wie sich das anhörte, ja. Der denkt, ich habe da alles abgegrast und rennt erstmal weg in eine andere Richtung. So, dann schauen wir jetzt nochmal. Hupala. Da schauen wir mal, was es für ein Geschenk gibt, wenn ich eins verkaufen würde. Sell. In Lorwell. Jetzt. Gott, Luminargifts. So, wie viel würde es für eins geben? Für eins würde es 1000 geben. Aber ich habe ja nicht nur 12. So. Weil das erschien mir jetzt ein bisschen. Weil da habe ich welche, da habe ich welche. Marke ist nicht, wenn ich sie alle auf einmal verkaufe. Das wäre ja blöde. Das würde ja dann bedeuten, dass man hier elendig lang. Mhm. Okay, da habe ich 57 drin, 57.000. Ja, da sieht man, da kann man schon gutes Geld mitmachen. Das können wir dann auch gleich mal mitverkaufen. So, da haben wir das. Beinen ist, okay. Gehen wir noch mal weg. Ja, das sind die Beine. Haben wir noch mal 6 Stück drin. So. Kaufen wir dieses ganze Zeugs auch mal. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz insgesamt. Weil das waren so Sachen, die ich mal irgendwann mal eingesammelt hatte.
So, jetzt müssten wir theoretisch alle Geschenke verkauft haben. Ich schaue noch mal rein. Nö, alle irgendwie nicht. Die Früchte hat er hier auch im Lokal noch alle drin. Oder er ist einfach nur ein bisschen langsam. So, gehen wir nochmal an den Verkaufsapparat, verkaufen die restlichen drei Früchte auch noch gleich mit. Sell. Nö, die will er irgendwie nicht. Aber wir haben so ungefähr 100.000 mit den Geschenken gemacht. Was das angeht, da kann man also gutes Geld mit verdienen. Besonders, wenn man nur mit einem Anfängerschiff unterwegs ist. Wie gesagt, wenn ihr feststellt, dass es kaum Geschenke gibt, die an vielen Ecken und Kanten versteckt sind, mal auf so einem Pylon hier drauf. Mal, ja. Aber hier war jetzt schon der eine, der hier vorhin war. Überall am Rennen gewesen, denke ich mal, und hat alles eingesammelt. Wie gesagt, man kann gutes Geld damit machen. Ist nicht schwer, das Ganze. Nur sammeln und man sollte einen Rucksack haben. Und ich habe hier ja gute halbe Stunde gesammelt, um ein bisschen was für das Video zu haben. Und da sind dann glatt 100.000 von geworden. Also das ist nicht schlecht. Da ist ja auch schon der Zug. Also wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß in der Weihnachtspaketsammelzeit. Immer wenn man eben halt auf seine Kumpels wartet, wenn man zum Beispiel was in der Gruppe vorhat, ja, und auf einem Planeten ist, kann man die Gelegenheit nutzen, einfach ein bisschen was suchen, bis die anderen fertig sind. Verkauft es kurz und hat ein paar Tausender extra. Also, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und ihr könnt damit gutes Geld machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.